klassische Familienunternehmen ist ein Erfolgsmodell für die Zukunft. Auf lange Sicht sogar das vielversprechendste. Auf diese knappe Formel lässt sich der Tenor einer hochkarätig besetzten Expertendiskussion bringen, zu der die Leitbetriebe Austria gemeinsam mit der Bank Guttmann einlädt. Wir begleiten Familienunternehmen bei der Unternehmens- und Vermögensübergabe. Das ist unsere Kernkompetenz. Und warum haben wir dieses Vergnügen? Weil Familienunternehmen einfach die besseren, nachhaltigeren, langfristig orientierteren, loyaleren und erfolgreichen Unternehmen sind. Familienunternehmen sind geprägt von einem Hang zur Rendite natürlich, von robusten Entscheidungen, von kalkuliertem Risiko und von Resilienz. Das hilft auch in der nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Das heißt, es geht nicht nur um Finanzvermögen, es geht um einen bestimmten Wertekanon und um Sozialkapital. Familienbetriebe sind nicht immer profitabler, aber in der Krise deutlich stabiler. Konflikte lassen sich schneller lösen und das Krisenmanagement kann effizienter auf die jeweilige Marktsituation reagieren. Das Geheimnis einer Konfliktlösung ist, wenn man sich die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter zu sich herholt, das klärt und die Entscheidung sofort diesen Mitarbeiter mitteilt und natürlich dementsprechend agiert. Das ist wahnsinnig wichtig, konsequent zu bleiben. Wenn das operative Geschäft von Spezialisten oder einfach von den besten Leuten geführt wird, die man sich dafür holt, kann man sich sehr viel mehr als Unternehmer für die Entwicklung und die Zukunft des Unternehmens einbringen. Knapp 90% aller österreichischen Unternehmen sind Familienbetriebe. Damit sind sie das Herzstück der heimischen Wirtschaft. Die Basis für den Erfolg ist die traditionelle und langfristige Ausrichtung des Geschäftsmodells. Dass man einfach wesentlich langfristiger planen kann, dass man jetzt nicht auf kurzfristige Gewinne aus ist, sondern dass man einfach schaut, dass man über lange Strecken eine durchgehende Strategie verfolgt, dass man irgendwie auch so diesen Spirit hat, das einmal den Kindern zu übergeben. Familienunternehmen sind nicht out, sie machen den Großteil der österreichischen Wirtschaftslandschaft aus. Traditionsgepflegt entwickeln sie sich weiter mit Hinblick auf den Innovationsinput.